Hey Leute, willkommen zu einem neuen Hausbauvideo hier am Hausbau Samstag. Und wir sind wieder in Sims 4, so wie auch letzte Woche schon und auch weiterhin hier in dieser Nachbarschaft, in der ich nun schon 3 Wohnwegen gebaut habe. Und dieses Grundstück hier heute ist etwas größer, deswegen ist es auch nicht nur ein Wohnwagen, sondern es sind genauer gesagt 4 kleine Wohnungen, die gemeinsam benutzt werden können. Ich hatte mir das vorgestellt für eine WG. Also hier hat quasi jeder der WG-Mitbewohner seine eigene kleine Wohnung. Aber sie wohnen natürlich alle gemeinschaftlich auf einem Grundstück und haben auch einen schönen gemeinsam nutzbaren Außenbereich. Das war so die Idee hinter diesem Grundstück. Und dadurch, dass es wirklich auch deutlich größer ist als die anderen beiden und ich auch sehr lange hier an der Gestaltung gearbeitet habe, wie ihr schon sehen könnt, ist dieses Video hier nur ein Teil. Das heißt, der zweite Teil dieses Hausbauvideos kommt auch noch, wenn ihr das Video jetzt hier schaut, wenn das gerade rausgekommen ist, dann sollte es in einer Stunde rauskommen. Wenn ihr es ein bisschen später schaut, dann ist das sowieso schon da und ist dann auch schon überall hier verlinkt, am Ende des Videos, in der Videobeschreibung und so weiter. Und da könnt ihr euch direkt auch Teil 2 anschauen. Aber jetzt gibt es natürlich erstmal Teil 1, so ich kann ja nur Stück für Stück hochladen und ja, da werdet ihr also auch noch den Rest sehen und auch vor allem die Screenshots am Ende werdet ihr in Teil 2 dieses Videos sehen. Einfach weil ich wirklich sehr lange an diesem Grundstück gearbeitet habe und weil es mit 40x30 ja auch ein bisschen größeres Grundstück ist. Die anderen Grundstücke sind ja doch deutlich kleiner gewesen, die ich bisher in diese Siedlung gebaut habe. Wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Wohnwagen-Nachbarschaft gewesen. Nur, dass das hier halt keine Wohnwegen sind, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, sondern die Idee dahinter ist, dass das ehemalige Schiffscontainer waren, die halt dann renoviert wurden und in schicke, moderne Wohnungen umgeändert wurden. Das ist ja tatsächlich auch öfters mal so passiert, beziehungsweise passiert halt, dass Leute daraus Wohnungen machen, aus diesen alten Schiffscontainern, die ja irgendwie doch was sehr Cooles haben, was sehr Rustikales und Industrielles und daraus tatsächlich Wohnungen gemacht werden und deswegen natürlich auch in Sims sowas passiert. Und ja, das war die Idee für dieses Grundstück. Also ja, eins der Grundstücke in dieser Nachbarschaft war halt größer und deswegen dachte ich mir schon von Anfang an, wenn ich hier Wohnwegen hinpacke, dass das große Grundstück dann tatsächlich auch mehrere Wohnwegen haben soll, beziehungsweise kam ich da dann halt auf die Wohncontainer. Und der vierte Wohnraum ist dann auch wieder ein Wohnwagen mit Auto dran, einfach um das erstens ein bisschen aufzulockern und zweitens, weil Wohnwegen cool sind. Ja. Und das ist halt eigentlich so die grobe Idee. Wie gesagt, ich habe dieses Grundstück in 2 Livestreams gebaut, deswegen habe ich tatsächlich auch das Video genauso aufgeteilt. Also hier in dem ersten Teil seht ihr alles, was wir im ersten Livestream gebaut haben und im zweiten Teil seht ihr alles, was wir im zweiten Livestream gebaut haben, weil das tatsächlich auch inhaltlich und von der Länge her sehr gut so einzuteilen war und ist. Im ersten Teil jetzt werden wir von der Außengestaltung bzw. von der groben äußeren Form erstmal hier alles gestalten. Vor allem halt eben diese 3 Container hier, die ihr seht, und dann auch komplett einrichten. Also das ist hier für den ersten Teil gedacht. Da machen wir die Container, widmen uns denen, dass die schön aussehen. Und im zweiten Teil werden wir uns dann dem Rest des Grundstücks widmen. Also sowohl dann auch noch den Wohnwagen gestalten und dann natürlich auch noch die restliche Außengestaltung. Das ist soweit die Aufteilung. Und natürlich werdet ihr auch im zweiten Teil dann die Screenshots sehen. Ihr könnt allerdings auch schon hier unter diesem Video in der Videobeschreibung nach dem Download-Link schauen. Also der wird jetzt sowohl hier im ersten als auch im zweiten Teil verlinkt sein natürlich. Denn das Grundstück ist ja schon fertig gebaut. Dann kann ich euch das ja auch jetzt schon verlinken. Ja, aber wie gesagt, die Screenshots werdet ihr im zweiten Teil dann am Ende sehen, weil dann ist alles fertig und ja, das ist eigentlich so grob alles, was man dazu sagen soll. Ich habe wie immer eigentlich all meine Inhalte verwendet, die ich so besitze. Ich baue viel zu wenig mit weniger Inhalten. Ich weiß aber halt auch gar nicht, wie sehr da so der Bedarf bei euch besteht. Also ich weiß allgemein nicht. Ich weiß, bei Sims 3 ist auf jeden Fall der Bedarf doch sehr groß, unterschiedliche Häuser zu bauen. Und da versuche ich auch möglichst euren Interessen nachzukommen. Bei Sims 4 kann ich das immer wenig einschätzen, wie viel tatsächlich die Häuser, die ich gebaut habe, auch genutzt werden. Weil ich weiß, dass einige von euch auch gar keine
kein Sims 4 besitzen, aber trotzdem halt auch die Videos schauen und so weiter. Und ich halt auch gar nicht weiß, ist das jetzt besser, einfach irgendwas zu bauen und ihr macht da draus, was ihr möchtet, oder soll ich da doch mehr versuchen, auf eure Wünsche einzugehen? Zum Beispiel mit weniger Inhalten oder halt nur mit dem Hauptspiel zu bauen. Oder gar größere, kleinere, ich habe keine Ahnung, was ich, oder mehr Starterhäuser. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo da jetzt so eure, ja, eure Hauptinteressen, eure Hauptwünsche liegen. Könnt ihr natürlich gern in die Videobeschreibung schreiben, nicht in die Videobeschreibung, da könnt ihr gar nicht reinschreiben, in die Kommentare, genau, da könnt ihr die reinschreiben. Ihr könnt natürlich gern versuchen, in die Videobeschreibung zu schreiben, was ihr gern möchtet, aber ich glaube, dabei würdet ihr scheitern. Deswegen belassen wir es bei den Kommentaren. Ja, also wie gesagt, kann ich gar nicht einschätzen. Für Sims 3 habe ich mittlerweile eine Liste, bei Sims 4 ist es schwierig. Das habe ich auch schon bei der Hausbaureihe gesehen, da wurden ja ein paar Vorschläge gemacht, was ich bauen könnte. Waren halt jetzt nicht so die krassesten Vorschläge, deswegen wurde es das dann auch nicht. Deswegen bauen wir weiterhin in Sims 3 was. Aber ja, falls ihr da irgendwelche speziellen Wünsche habt, jetzt nicht sowas in Richtung von wegen Bau für meine Familie mit den und den Erweiterungen was, sondern halt was ein bisschen allgemeiner gehalten ist, was ihr hauptsächlich gern von mir in Sims 4 sehen würdet, dann ja, versuche ich das natürlich gern zu erfüllen. Ich habe natürlich auch meine eigenen Interessen, was ich hier so bauen möchte in Sims 4. Ich möchte ja einmal komplett eine Welt nochmal neu bebauen und da alle möglichen coolen Grundstücke gestalten. Aber vor allem, was jetzt so Wohngrundstücke angeht, weiß ich nicht, geht viel. Und ja, gucke ich halt meistens so, wonach mir ist. Ich bin halt irgendwie in letzter Zeit eher auf Gemeinschaftsgrundstücke aus, dass ich da noch einiges bauen möchte. Ich möchte auf jeden Fall noch so ein Bowling-Grundstück bauen. Und eine Spielhalle, vielleicht auch beides gemeinsam. Und ich habe, glaube ich, auch noch ein paar mehr Ideen, die ich gerade aber nicht aufzählen kann. Ah ja, genau, ein Einkaufszentrum wollte ich auch noch bauen. Und ein Club und eigentlich alles einmal mindestens. Aber ja, bin aktuell leider nicht mehr wirklich in der Bauphase. Ich habe Glück, dass ich in letzter Zeit, also in meiner letzten Bauphase, wieder sehr viel gebaut habe. Das heißt, da werde ich noch ein paar Videos für haben. Aber so langsam wird das dann auch knapp. Ich baue tatsächlich quasi immer in meinen Bauphasen vor, für die Nicht-Bauphasen, denen ich unkreativ bin, gern bauen würde, aber keine Ahnung habe, was. Und alles, was ich anfange, schrecklich aussieht und ich es dann doch lasse. In so einer Phase bin ich aktuell. Und deswegen bin ich froh, dass ich tatsächlich auch hin und wieder in Bauphasen bin und dann coole Sachen entstehen. Und ich die einfach aufnehme und dann habe ich die. Und deswegen gibt es auch nur ein Hausbauvideo pro Woche. Ich finde, das ist schon anspruchsvoll genug für mich. Aber dafür reicht das dann halt auch für die Zeiten aus, in denen ich nicht so viel baue. Und ich irgendwie am liebsten lieber nur die ganze Zeit spielen würde. Ich würde halt lieber die ganze Zeit nur Sims spielen und nicht schneiden oder Videos machen oder essen oder weiß ich nicht. Aber okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich könnte ja auch noch ein bisschen was zum Grundstück sagen. Wie gesagt, also ich erinnere mich tatsächlich auch noch ein ganzes Stück an die Livestreams, vor allem als ich geschnitten habe, habe ich öfters an so ein paar Szenen denken müssen, an so ein paar Dinge, die ich da gesagt habe, die da irgendwie gerade lustig waren. Und hier haben wir die erste der drei Wohnungen in diesen ehemaligen Schiffscontainern. Ich hoffe zumindest, man nennt sie einfach Schiffscontainer. Ich weiß nicht, wie ich die sonst nennen soll. Ja, halt so ehemalige Frachtcontainer, die man mit Schiffen dann so verschiebt und auf diese großen Frachtschiffe drauf tut und die dann so krasse Dinge drin haben und über alle Weltmeere verschippern. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist eher die Wohnung, die ich persönlich eigentlich mit am schönsten finde. Zumindest habe ich die erste Wohnung hier tatsächlich so gestaltet, wie sie mir gefallen würde, nämlich mit ganz viel Grün. Das ist das Markenzeichen für etwas, was mir gefällt. Richtig viel Grün. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist das scheinbar das Einzige, was ich wirklich mag. Halt die Farbe, der Rest ist egal. Aber tatsächlich mag ich dann die dritte Wohnung, die wir gestalten, doch noch ein bisschen mehr. Obwohl da so gut wie gar kein Grün enthalten ist. Denn die gefällt mir einfach vom Stil viel mehr. Und ich muss sagen, bei der dritten Wohnung habe ich mich auch ein bisschen mehr vom Stil entfernt, der ersten und zweiten Wohnung. Obwohl ich eigentlich hier wirklich im industriellen Stil bleiben wollte, den ihr aktuell seht. Also eigentlich war die Idee hinter diesen Wohnungen, dass sie alle in einem industriellen Stil gehalten sind. Denn es sind, wie gesagt, ehemalige Containerwohnungen und oder ehemalige Container. Ding, sie, ich krieg das nicht hin, das richtig zu nennen. Das ist, was ich meine, ehemalige Container. So, das reicht ja. Und
da war halt einfach die Idee, dass das eigentlich tendenziell eher Leute, die den industriellen Stil mögen, umgestalten und da dann drin wohnen möchten, weil ich finde irgendwie diese Container und das Industrielle passen super gut zusammen. Deswegen wollte ich das eigentlich auch so belassen, aber die dritte Wohnung ist dann doch ein bisschen, bisschen normaler geworden vom Stil her. Das ist dieser Stil, der keinen wirklichen guten Begriff im Deutschen hat. Aber ich denke mal, ihr werdet dann sehen, welchen ich meine. Und ich mag auf jeden Fall die Küche hier sehr gern. Also die, finde ich, ist richtig cool geworden. Beim Bettbereich, der nur so durch ein paar Vorhänge abgetrennt ist, den ihr eben gesehen habt, ist leider nur die eine Seite benutzbar. Deswegen ist der Bettbereich nicht ganz so cool, weil man leider nur auf der einen Seite dahin kann. Die andere Seite ist leider ein bisschen vom Schrank blockiert, aber ich denke, wenn man den Schrank ein bisschen verschieben würde, könnte man das auch problemlos nutzen. Aber die Küche hier gefällt mir super gut. Ich mag das mit dem mit diesem Fenster da, was da weiter ein bisschen weiter oben ist, und dann mit der quasi Fensterbank direkt darunter, wo eine ganze Menge Sachen draufstehen und wo dann sogar noch ein paar Küchengeräte davon herunterhängen. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Kombination und ich mag die Küche an sich sehr gern, auch wenn mir eigentlich helle Küchen und allgemein ein bisschen hellere Möbel mehr gefallen, aber ja, an der Stelle sieht das, finde ich, ganz gut aus. Und ich finde auch, dass Schwarz oder dieses dunkle Grau, in Sims 4 gibt es ja kein wirkliches Schwarz, so wie es auch kein wirkliches Weiß gibt, aber dieses Dunkelgrau harmoniert super gut mit diesem Grünton und dann auch noch mit dieser Backsteinwand. Also ich finde, diese drei Sachen sind wirklich eine super tolle Kombination und deswegen, ja, gefällt mir auf jeden Fall der Stil in dieser Wohnung. Aber ich bin halt eigentlich gar kein wirklicher Fan des industriellen Stils. Also klar, einrichtungsmäßig mag ich den Stil auf jeden Fall, aber ich würde jetzt persönlich mir nicht den industriellen Stil für eine selbst mit unendlich viel Geld eingerichtete Wohnung aussuchen, sondern halt doch eher einen anderen Stil, den ich nicht wirklich benennen kann. Den süßen, keine Ahnung was, ich habe keine Ahnung. Also ich kann wirklich auch nicht beschreiben, was für einen Stil ich gern möchte. Wahrscheinlich den bunten, ein wenig kindlich verspielten Stil. Das ist wahrscheinlich eher so das, was ich mögen würde. Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich aktuell in so etwas wohnen würde, weil dafür fehlt mir das unendlich verfügbare Geld, wie eben erwähnt. Aber ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall, glaube ich, das, zu dem ich tendiere, eher möglichst bunt. Also wäre das hier, glaube ich, zu einfarbig für mich. Was mich dazu bringt, dass halt eben die dritte Containerwohnung eher die ist, die mir gefällt, denn die hat deutlich mehr unterschiedliche Farben drin. Obwohl ich hier nicht nur grün drin habe, wie ihr sehen könnt, sondern ich arbeite hier auch mit einigen roten Akzenten. Rot als Kontrastfarbe zu grün, deswegen bietet sich das hier ganz gut an. Außerdem, ja, nur grün wäre sehr langweilig gewesen, finde ich, hier in dieser Wohnung. Und die Stühle und auch der Sessel sieht wunderschön aus. Ich würde mir auch wünschen, dass die Stühle genau das gleiche Rot wie dieser Sessel hätten, aber haben sie natürlich nicht. Das hätte natürlich noch besser ausgesehen. Dafür harmonieren die Grüntöne sehr schön, vielleicht ein bisschen zu gut mit der Wand und dem Sofa. Weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen zu zusammenpassend, aber es ist jetzt, wie es ist und ich finde das ganz schön. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch eine kleine Fernsehecke mit dem Fernseher, der so mitten im Raum steht. Ich kann mir vorstellen, dass man den irgendwie dann um 180 Grad drehen kann und dann könnte man auch vom Esstisch aus fernsehen. Weiß ich nicht, stellt euch einfach vor, da ist so eine Drehscheibe drunter. Ich hatte tatsächlich, oder ich habe immer noch, so eine, wartet mal. Ja, habe ich immer noch. Ich habe gerade kurz geguckt. ich habe tatsächlich immer noch so eine Drehscheibe bei meinen Eltern zu Hause. Ich bin aktuell bei meinen Eltern zu Hause, deswegen konnte ich gucken. Ich habe tatsächlich immer noch so eine Drehscheibe unter dem Fernseher bei mir im Raum. Also, weil früher stand halt direkt vor dem Fernseher ein Sofa und dann hatte ich aber halt noch, weiß ich nicht, ein, zwei Meter weiter mein Bett so an der Wand und konnte dann halt entweder vom Sofa aus oder vom Bett aus fernsehen und dann kann man halt den Fernseher entsprechend drehen, ob man von der einen oder von der anderen Position aus fernsehen möchte. Und dafür sind halt diese Drehteile super gut. Und stellt euch einfach vor, dass da halt auch so ein Drehdings drunter ist. Der hat ja schon so einen ovalen Fuß und wenn man sich einfach vorstellt, das ist kein Fuß, sondern das ist so ein Drehscheibendingens, dann funktioniert das ganz gut und dann macht das auch mehr Sinn, dass der Fernseher mitten im Raum steht, weil man den dann halt so hin und her drehen kann. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Dann müsste man zwar mit den Kabeln irgendwie schauen, wie man das hinbekommt, ohne dass sich das da total zwirbelt und verdreht und abreißt und was weiß ich was, aber es wäre machbar.
Hier sind wir dann in der zweiten Wohnung angelangt, in der zweiten Containerwohnung mit dem roten Container. Und ihr seht ja auch, die Container sind von innen tatsächlich genauso wie von außen. Also die, weiß ich nicht, ist das Metall? Diese Wände, aus denen Container halt eben bestehen, sind natürlich auch von innen zu sehen. Also die wurden jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, übermalt oder ich habe keine Ahnung, ob man da überhaupt was machen kann, weil ich meine, das sind halt so richtige Metallwände. Und ja, wahrscheinlich sind die auch nicht so besonders gut im Winter mit Kälteisolierung und so weiter. Aber darum geht's ja nicht, es ist Sims, ist vollkommen egal. Ich weiß halt auch gar nicht, wie das dann in echt ist, falls man da irgendwie in so einer Containerwohnung wohnen will, ob das dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise gedämmt ist, ob da dann drin doch noch so Zwischenwände eingebaut werden oder so. Wenn ihr irgendwie Ahnung davon habt, dann erzählt mir das gerne. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie man das halt in echt macht, weil ich weiß, dass tatsächlich Leute auch in solchen Containern wohnen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das dann tatsächlich umsetzt, von der Praktik. Praktizität her. Nein, das ist kein Wort. Von der praktischen Anwendung. Aber ja, ich finde, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, wirklich die Wände von außen nochmal komplett innen zu haben. Aber natürlich alle Wände, die hinzugefügt wurden, die haben dann nochmal eine andere Farbe bekommen. Und da hatte ich auch im Stream, weil sie noch überlegt, was für Wände würde man denn da hinbauen? Und da hatten wir uns einmal für Stein entschieden, hier für Holz und oben, glaube ich, auch für... Nee, oben waren dann, glaube ich, sogar normale Putzwände. Also halt, ja, kann man sich halt vorstellen, so richtig, ja, leicht erstellbare Wände, die dann halt irgendwie angemalt wurden. Also ich denke mal, selbst die Steinwand wird kein echter Stein gewesen sein. Ich weiß nicht, ob man in so einen Container dann halt so eine Backsteinwand reinbaut. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich denke mal eher, dass das nur so eine Alibi-Backsteinwand ist, die nur so tun soll, als ob. Aber, ja... Hier haben wir auf jeden Fall die Kombination Rot und Schwarz und das ist tatsächlich das, was ich am wenigsten mag von diesen drei Containern. Das ist so eine Kombination, die ich überhaupt nicht schön finde persönlich. Erstens mal, weil ich Rot nicht besonders mag, weil Rot für mich immer eine sehr aggressive Farbe ist. Ich meine, hier in dem Fall ist Rot nicht so intensiv, aber trotzdem fühle ich mich einfach eher unwohl bei der Farbe Rot. Ich weiß allerdings, dass es halt auch einige Leute gibt, die Rot sehr schön finden. Deswegen ist das natürlich wie immer Geschmackssache. Und ich habe ja natürlich, wie ihr sehen könnt, auch einiges an Weiß kombiniert mit dem Schwarz. Aber es ist tatsächlich doch auch sehr viel Schwarz vorherrschend. Und hier hat es mich geärgert, dass es wirklich keine Schränke gibt, also keine Nachttischchen, die schwarz und weiß sind. Die meisten sind halt dunkelbraun und weiß, aber nicht schwarz und weiß. Warum gibt's das nicht? Das verstehe ich nicht. Jedenfalls haben wir dann halt schwarze Nachtschränkchen genommen, weil die halt mehr Sinn machen als dunkelbraun und weiß. Und ja, ich hätte auch super gern die Sachen aus den Bowling-Accessoires, diese Lampen verwendet. Aber ich finde es schade, dass die halt da so 70er Jahre Retro Muster immer haben, sondern ich hätte mich da eher für ein neutrales Muster entschieden. Also hättest du irgendwie die Lampe auch nochmal in schwarz mit weißem, schlichten Lampenschirm gegeben, dann hätte ich da definitiv mehr Verwendung für, als dass es halt die ganze Zeit so sehr stilisiert mit diesem, ja, 70er, 80er Jahre, ich kann es nicht genau benennen, mit diesem Stil ist. Finde ich ein bisschen schade, dass sie da teilweise wirklich auch komplett auf so eine schlichte Farbvariation verzichten. Weil ich sehe da halt wirklich nicht unbedingt einen Grund für. Gerade wenn man sowas halt hinzufügt, wird ein Objekt halt viel vielseitiger anwendbar und nutzbar. Und ich finde, das ist halt eigentlich nur hilfreich für ein Objekt in Sims 4. Gerade wenn man das halt nicht selbst einfärben kann. Finde ich ziemlich schade. Aber es ist halt, wie es ist. Und deswegen werde ich diese Lampe wahrscheinlich so gut wie die verwenden. Einfach weil mir dazu leider die Farbvariationen fehlen und ich halt ungern 70er Jahre Lampen in meinen Wohnungen habe. Außer ich möchte eine 70er Jahre Wohnung machen. Was ich nicht gern mache, weil ich von der Zeitspanne nicht wirklich viel Ahnung habe und weil ich sie eigentlich auch nicht wirklich mag, den Stil in dieser Zeitperiode. Obwohl ich nicht so viel Ahnung von habe. Ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt ist das für mich eher eine feminine Wohnung, obwohl das gar nicht so viel Sinn macht. Vielleicht wegen des Rot, vielleicht aber auch wegen ein paar Objekte, die da stehen. Zum Beispiel diese
diese Wellnesspflanze, die ihr da eben gesehen habt, mit diesen Steinchen und so weiter. Und dann haben wir da auch so einen lustigen Spruch an der einen Wand. So ein, stehe jeden Tag mit einem Lächeln auf und dein Tag wird super toll. Irgend so ein Spruch in der Richtung halt. Sowas steht da halt, kann man sich vorstellen. Also war jetzt so meine Idee, dass da halt sowas auf der Wand oder an der Wand steht. So irgendwie im Stream fand die Idee niemand gut. Also nicht den Spruch an sich, sondern die Idee halt. So ein Spruchding jetzt hinzuhängen, aber ich fand das irgendwie absolut passend für diese Wohnung. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie stelle ich mir da halt so eine Sim-Dame vor, die halt, weiß ich nicht, solche Sprüche mag und die rot und schwarz mag und weiß ich nicht. Schwer zu erklären. Auf jeden Fall habe ich halt ein ganz spezielles Bild vor Augen von diesem Sim, der hier wohnen würde. Aber natürlich kann hier halt tendenziell jeder Sim wohnen. Und da kann halt auch ein männlicher Sim wohnen, kann auch ein männlicher Sim sein, der diese Sprüche mag. Oder der den Spruch ganz schrecklich findet und wieder abreißt. Ist alles möglich. Aber ich habe auch ein bisschen Custom Content hier in diesem Grundstück verwendet. Wie ihr vielleicht sehen könnt, allein anhand des Teppichs. Ich wollte gerade Rug sagen, aber nein, ich fange nicht plötzlich an, meine Videos auf Englisch zu kommentieren. Auch wenn sich das, glaube ich, ein paar Leute wünschen würden. Ich kriege aber dann Kommentare, wo ich so, hey, warum redest du nicht auf Englisch? Also halt, die schreiben das auf Englisch, warum ich nicht auf Englisch rede. Und es ist, als würde ich unter einem englischsprachigen Video schreiben, warum redest du nicht auf Deutsch? Das ist total bescheuert. Ja, aber natürlich habe ich in der Version, die in der Galerie zu finden ist, keinerlei Custom-Content. Das heißt, wenn ihr das dann herunterladet und auch in den Screenshots werdet ihr diese Version sehen, dann sind da natürlich gar keine Custom-Content-Objekte drin, weil ich bin ja nett und erspare euch das. Irgendwie so in der Richtung. Also ja, wie immer, alle Sachen, die ich in die Galerie hochlade, lade ich in einer Version hoch, dass sie keinen Custom-Content enthalten. Denn ich meine, selbst wenn ich das hochladen würde und ihr besitzt den Custom Content nicht, ist es ja nicht schlimm. Dann kommt der ja nicht in euer Spiel. Das haben sie bei Sims 4 wirklich sehr schön geregelt. Aber dann müsstet ihr halt trotzdem noch Sachen ersetzen und das finde ich immer ein bisschen blöd. Deswegen sorge ich immer dafür, dass ihr das nicht erst ersetzen müsst, sondern dass alles schon so im Spiel ist, wie es sein soll. Natürlich, wenn ihr die entsprechenden Erweiterungen habt. Aber wenn ihr halt, wenn euch halt wirklich Erweiterungen fehlen, dann ladet das Grundstück doch trotzdem runter. Dann müsst ihr natürlich einige Sachen ersetzen, aber das Grundprinzip des Grundstücks habt ihr trotzdem. Und ja, könnt das dann individuell umgestalten mit den Dingen, die ihr habt. Ihr könnt natürlich auch alternativ das Grundstück selbst nachbauen, wenn euch die fünffache Geschwindigkeit nicht stört. Wenn sie euch stört, dann ladet es halt einfach runter, weil das ist halt, also dafür lade ich es halt auch in die Galerie hoch, dass ihr es halt auch einfach runterladen könnt. Aber falls ihr es natürlich nachbauen wollt, könnt ihr es natürlich auch selber nachbauen. Das Prinzip des Grundstücks ist ja nicht besonders schwierig. Die drei Container sind ja rechteckig. Das heißt, die kann man natürlich auch anders platzieren als ich. Die kann man natürlich auch ein bisschen in einer anderen Form platzieren. Vor allem, weil der obere Container ein bisschen sehr locker auf den unteren beiden sitzt. Also da hätte ich schon Angst, dass der runterfallen würde. Ja, und dann könnt ihr das natürlich auch anders einrichten. Oder ihr ladet es runter. Ich glaube, die Fenster soweit sollten alle aus dem Hauptspiel so ziemlich sein, denn leider die anderen Erweiterungen bringen nicht besonders viele moderne, schlichte Fenster in das Spiel hinzu, sondern eher nur total bescheuerte Fenster. Egal. Ja, also könnt ihr das natürlich nutzen. Könnt da natürlich dann das Grundstück herunterladen und dann halt einfach die unmöblierte Version verwenden. Und das dann einrichten, wie ihr es möchtet. Das sind auch alles Methoden, die ihr nutzen könnt. Falls ihr irgendwie da Probleme habt mit den Erweiterungen, die ich verwendet habe, mit den Inhalten. Ihr könnt es trotzdem immer runterladen. Also, ich weiß gar nicht, müsstet ihr mir mal erzählen, ob ihr irgendwelche Probleme habt, mit Häusern die herunterzuladen, wenn ihr zum Beispiel nur das Hauptspiel besitzt und ich jetzt wirklich 10 Packs verwendet habe. Ich habe halt keine Ahnung, ich weiß, in Sims 3 ist das öfters ein Problem, wenn man zu viele Inhalte vor allem aus dem Store verwendet hat und die Person, die es runterlädt, nicht besitzt, dass man da dann Probleme bekommen kann mit dem Runterladen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das in Sims 4 ist. Das müsstet ihr mir mal erzählen, ob man da dann irgendwelche Probleme hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch Häuser runterladen kann mit Inhalten, die ich nicht besitze. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn ich wirklich so ganz viel davon nicht besitze. Wenn ich halt irgendwie nur das Hauptspiel habe und was mit 10 Packs
runterladen will, ob es da Probleme gibt, ob da dann irgendwann das Spiel sagt so, ne, du hast zu wenig, das lohnt sich ja gar nicht, keine Ahnung. Das müsst ihr echt mal sagen, ich habe da gar keine Erfahrung mit. Also wenn ihr nur das Hauptspiel habt, könnt ihr ja mal, wenn ihr das herunterladen wollt oder einfach nur testweise, könnt ihr ja mal sagen, wie das da dann aussieht, ob man das runterladen kann, ob da das Spiel Probleme macht und wie das aussieht und ob ihr das schon mal gemacht habt. Einfach so ein bisschen Erfahrungsberichte, weil ich weiß das halt wirklich gar nicht und wie gesagt, ich weiß auch allgemein gar nicht, wie groß da so die Basis bei euch ist, wie viel ihr tatsächlich aus Sims 4 von mir herunterladet. Ich meine, ich sehe ab und an, wenn ich in die Galerie gehe, dass mal ab und an ein paar Personen irgendwas runtergeladen haben. Aber das ist natürlich auch gar kein, das gibt ja auch gar keine Auskunft darüber, inwiefern das auch wirklich benutzt wird und so weiter. Also nur weil ihr was runterladet, heißt das ja nicht, dass ihr das auch wirklich benutzt und spielt und so weiter. Also könnt ihr mir natürlich gerne erzählen. Ihr könnt mir auch immer gerne Screenshots schicken, wenn ihr in irgendwelchen Häusern von mir baut, baut oder spielt oder wenn ihr irgendwas umbaut und so weiter. Könnt ihr mir immer gerne Screenshots schicken auf Twitter oder auf Facebook oder an meine E-Mail-Adresse. Da freue ich mich da auch immer sehr drüber, weil ich das cool finde, das zu sehen. Wie gesagt, ich habe sehr wenig Erfahrung damit, wie viel meine Inhalte aus Sims 4 wirklich genutzt werden. Wie gesagt, bei Sims 3 weiß ich es, bei Sims 4 halt noch nicht so wirklich. Deswegen würde ich mich da sehr drüber freuen, so ein bisschen mehr zu erfahren. Und wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier schon bei der dritten Wohnung. Und ich habe sie ja schon mehrfach angekündigt. Sie ist deutlich bunter als die beiden vorherigen. Hier haben wir die Farben Orange, Blau, Blau-Grün, Pink und so. Ihr seht's, wir haben tatsächlich diverse Farben kombiniert. Ich finde das aber eine sehr, sehr schöne Farbkombination. Also ich mag sie sehr gerne. Ich habe aber bewusst das Gelb hier herausgehalten. Anfangs habt ihr gesehen, habe ich ein bisschen Gelb mit drin gehabt, aber das war mir dann doch zu viel. Dann wären wirklich alle Farben hier drin gewesen. Und ich wollte es dann doch eher bei diesem Blau, Orange und auch Pink oder Rot belassen. Und auch weniger Grün. Klar, wir haben eine grüne Pflanze drin und auch so ein paar Accessoires, aber wollte halt wirklich so ein bisschen versuchen, da ein Farbschema drin zu haben und jetzt nicht nur aufs pure Bunt zu gehen. Und ich hoffe, das habe ich auch einigermaßen erreicht. Was ich hier sehr cool finde, ist zum einen dieses Bücherregal mit den zusätzlichen Regalen, das hier gerade entsteht unter dem Fernseher, wo wir dann noch eine ganze Menge Dekoobjekte hinpacken. Das, finde ich, ist sehr, sehr cool geworden. Schönes Feature an der Wand und macht die Wand auf jeden Fall auch interessanter, denn da hatte ich auf jeden Fall eine ganze Weile überlegt, das weiß ich noch, wie ich das denn da gestalten soll. Und dann kam ich tatsächlich irgendwann auf die Idee mit den Regalen und das sah dann sehr schön aus. Und außerdem mag ich auch die Küchen- und Essecke sehr gerne, denn da haben wir einen richtig schönen Esstisch. Ich liebe diesen Esstisch aus den irgendwas mit Kino-Accessoires, Heimkino-Accessoires, genau. Aus den Heimkino-Accessoires, ich liebe den, den würde ich mir auch persönlich bei mir aufstellen, der ist wunderschön. Und ja, also ich mag auch so ziemlich alle Objekte in dieser Wohnung. Das ist so ein bisschen eine Lieblingswohnung, so von den Objekten, die ich verwendet habe, glaube ich. Weil ich finde das Bett super toll, ich finde den Tisch super toll, die Stühle eigentlich auch, die Küchenobjekte finde ich auch super schön. Auch das Badezimmer ist meiner Meinung nach echt cool. Ich weiß, andere Leute mögen Badezimmer nicht so gern. Ich finde Badezimmer jetzt auch nicht so das Spannendste in einem Grundstück. Teilweise baue ich die auch als Letztes. Teilweise baue ich sie auch als Erstes, weil ich für den Rest noch nicht weiß, wie ich ihn bauen soll. Teilweise baue ich sie als Letztes, weil sie absolut uninteressant sind. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm. Also ich weiß, manche Leute hassen es, Badezimmer zu gestalten. Ich finde es voll in Ordnung, aber es ist halt nichts wirklich Besonderes. Und bei den meisten Badezimmern mache ich da jetzt auch nicht wirklich viel, sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Geld hat dieser Sim, der jetzt dieses Badezimmer besitzt, was kann er sich leisten, hat er eher so einen extrovertierten Stil, dass er halt wirklich ein buntes Badezimmer hätte, so wie der Sim hier, oder hat er vielleicht doch eher so ein bisschen Hang zum Modernen, dass er halt eher so ein schickes, luxuriöses Badezimmer will und so weiter. Oder ein Familienbadezimmer, was weiß ich. Das sind eher so die Fragen, die ich mir da dann stelle. Aber ja, das Prinzip ist gleich halt. Was zum aufs Klo gehen, was um sich die Hände zu waschen und was um sich sauber zu machen. Und das sind halt so die drei Dinge, die bei einem Badezimmer wichtig sind. Und dann sind die da halt auch irgendwie, also ja, keine Ahnung. Ist das nicht so der spannendste Raum, aber allein diese Duschwanne ist wunderschön, dieser Vorhang. Oh, ich liebe diese Vorhänge. Die sind echt so toll.
Da haben sie wirklich ein richtig tolles Objekt in das Spiel reingebracht mit dieser sehr bunten Duschwanne. Und ich mag halt auch einfach, dass dieses Badezimmer orange-blau ist. Also ich finde orange und blau auch eine richtig tolle Farbkombination. Ich meine, ich muss gerade überlegen, das ist doch eigentlich auch, das sind doch Komplementärfarben auch, ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass dieses Blau und dieses Orange wirklich komplementär sind. Da müsste, glaube ich, das Blau ein bisschen intensiver sein. Und das Orange ist auch ein bisschen zu warm, zu weich. Also es sind doch eher ein bisschen weiche Farben beides. Aber prinzipiell auf dem Farbrad sind Blau und Orange Komplementärfarben. Deswegen, ja, finde ich weiß nicht, das passt ganz gut. Komplementärfarben sind tatsächlich oft ein sehr schöner Weg, um ein wenig Abwechslung in den Raum zu bringen, dass er nicht allzu langweilig aussieht. Hatten wir jetzt auch schon mit dem rot-grünen Raum in der ersten Wohnung. Und ihr könnt ja gerne mal sagen, welche der drei Wohnungen jetzt so euer Favorit wäre, wo ihr am liebsten wohnen würdet. Oder ob ihr sagt so, nee, alles drei ist nicht so meins, ich mag eher das und das Farbschema. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, würde mich freuen, wenn ihr das schreiben würdet. Und ich muss tatsächlich sagen, diese Wohnung hat für mich auch irgendwie immer Strandfeeling. Oder allgemein, wahrscheinlich die Farbe Blau an sich ist es, die für mich irgendwie immer Meer und Strand und sowas aussagt. Ich weiß nicht, ich verbinde das immer mit diesem Blauton. Da komme ich auch nicht von weg, aber es ist ein sehr schönes Gefühl für mich, weil ich finde Strand schön. Also, ne, ich weiß nicht, gibt es Leute, die Strand richtig schlimm finden, die sagen so, boah, ne, einen Strand würde ich niemals wollen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber gibt's bestimmt. Wenn ihr so jemand seid, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier mit dem ersten Teil schon am Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im zweiten Teil noch reinschaut. Der wird, wie gesagt, verlinkt, sobald er draußen ist, sollte in einer Stunde rauskommen. Wenn ihr das Video hier gerade direkt zur Veröffentlichung seht, ansonsten ist es wahrscheinlich schon draußen. Und würde mich auf jeden Fall über einen Kommentar freuen. Und noch mehr auch, wenn ihr beim zweiten Teil wieder mit dabei seid, ne? Also, ja, das war es auf jeden Fall hiervon. Wie gesagt, beide Videos kommen dann heute direkt raus. Ich möchte euch da jetzt ja nicht auf die Folter spannen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dort wieder. Bis dann.